Vielleicht wurde der nächste Blumenstrauß, den Sie verschenken, von dieser Maschine gepflückt. Sie sehen hier unser Erntegerät zum autonomen Ernten von Blumen auf dem Feld. Das autonome Arbeiten wird ermöglicht durch eine künstliche Intelligenz, welche mittels Bilderkennung die Blumen detektiert und dann mit dem Roboterarm erntet. Für die optimale Fortbewegung am Feld wurde die Erntemaschine, welche als Grundgestell ein T hat, mit höhenverstellbaren Rädern ausgestattet. Diese sind nötig, um Unebenheiten am Feld auszugleichen. Hierfür wurde oberhalb der Räder eine Linearführung implementiert, die durch die Verwendung von Kugelrollen Kosten sowie Montagezeit reduzieren. Und zwar deshalb, weil diese hohe Fertigungstoleranzen zulassen. Weiters wurde eine energieeffiziente Bremse entwickelt, welche mittels des Durchschlagprinzips funktioniert und nur während dem Wechsel zwischen Bremsen und Lüften Energie verbraucht. Um den Transport zu vereinfachen, ist die Erntemaschine in vier Teile zerlegbar, welche lokal mittels Knebelspanner verbunden werden können. Das gesamte Gerät ist gegen Schmutz und Wasser geschützt. Angetrieben wird die Erntemaschine durch beide Vorderräder, welche durch herkömmliche Nabenmotoren ausgestattet sind und durch eine 48-Volt-Batterie am Rumpf versorgt werden. Dadurch ist sie CO2-neutral und ein geräuschfreier Betrieb wird gewährleistet. Doch unsere Maschine kann nicht nur Blumen pflücken, sondern auch transportieren, säen und Unkraut jäten. Außerdem kann sie auch gezielt bewässern und düngen. Alles in einem ist die Maschine eine enorm kosteneffiziente Methode, moderne Aufgaben auf dem Feld zu bewältigen.